Boah, das blendet. Nochmal 6 Jahre später. Sind Sie wirklich 21, so Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du eine aufgeweckte, gesunde 16-Jährige. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Ein Goat heißt doch Ziege. Gibt es irgendetwas über den GOAT, das ich wissen muss? Der generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test, GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Oh Mann. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Also mir schon. Irgendwie. Das klingt irgendwie sozialistisch. Ja, gut. Wir können ja noch mal ein bisschen nachfragen. Genau das hier finde ich interessant. Stimmt das, Papa? Wurden alle in der Vault geboren? Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Freiheit im Gegenzug... nicht Quatsch. Doch. Die Freiheit aufgeben und im Gegenzug Sicherheit bekommen. Und dann auch noch unter so einer komischen Diktatur von dem Aufseher, von dem wir immer alle so verherrlichend reden. Ja, können wir vielleicht über Mutti sprechen? Deine Mutter, sie war sehr schön. Aber ihre Schönheit war anders als die, die du von diesen alten Fotos her kennst. Sie offenbaren nur wenig. Sie hatte so viel Herz. Sowohl im Leben als auch in der Liebe. Aber dich hatte sie am meisten ins Herz geschlossen. Als sie schwanger wurde, war sie glücklicher, als ich sie jemals zuvor gesehen habe. Sie hatte so große Pläne mit dir. Und deshalb ist es Zeit, dass du mit der Hinhaltetaktik aufhörst und zum Unterricht gehst. Bitte, Schatz, nimm diese Leistungstests ernst. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass mich der Geist deiner Mutter heimsucht, weil ihr einziges Kind Müllverbrenner geworden ist. Müllverbrenner ist doch ein ordentlicher Beruf. Mensch. Aufgabe hinzugefügt. Futur imperfekt. Futur imperfekt? Gerade überlegen. Imperfekt ist doch die Befehlsform, ne? Du wirst oder werde, Ausrufezeichen, sowas, wenn, ja, doch, ich glaube, das ist richtig. Müssen wir hier sterben in der Vault? Werden wir nie rauskommen? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Der ist doch nicht da. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig, also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Okay, also irgendwie scheint das alles keinen Sinn zu haben, da wirklich was zu hinterfragen. Okay, wie du meinst, Papa. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Na gut. Wir werden jetzt mal nicht lügen, weil ich denke mal, das wird eh keinen großen Erfolg haben, dass wir unseren eigenen Papa anlügen. Deswegen fügen wir uns mal unserem Schicksal und schreiben diesen dämlichen Test. Tschüss, Papa. Mach's gut, mein Schatz.
Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Huch, das geht viel zu schnell. Ich hab die... Nee, Feststelltaste habe ich. Doch, hatte ich an. Breathtaken. Air Extractor Expand. Du bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Morgen, Jonas. Morgen, Doktor. Wie läuft's? Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Gibt's etwas, was Ihnen Sorgen macht? Ich würd's einfach gern im Auge behalten. Kein Problem. Ich mache meinen Bericht bis heute Nachmittag fertig. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen, ja? Morgen, Kumpel. Hi, Kumpeline. Nein, es macht übrigens wirklich, glaube ich, Sinn, hier bei dem Spiel sich ein bisschen Zeit zu nehmen, die Dialoge mitzuhören, sich wirklich umzuschauen, denn es gibt hier auch viel, viel, viel mitzunehmen. Zum Beispiel dieses medizinische Clipboard, eine Kochplatte. Aktivieren Vault 101 Patientendaten. Das ist ja komisch getrennt. Patientendatensystem. Ah. Robco Industries Einheitsbetriebssystem. Copyright 2075 bis 2077. Robco Industries Server 6. Denken Sie daran, medizinische Unterlagen sind streng vertraulich. Okay. Wir können da jetzt einfach mal so ein bisschen drin rumwühlen, während unser Papa daneben sitzt. Auch nicht schlecht. Und das, obwohl wir eigentlich gerade einen Test schreiben sollen. Na gut, Patientenunterlagen. Ah, ich glaube, hier können wir ein bisschen was über die Leute noch erfahren. Freddy Gomez. Freddys VDS wird immer schlimmer. An den meisten Tagen kommt er gar nicht erst aus dem Bett. Wenn es ihm doch einmal gelingt, versteckt er seine Unsicherheit und sein mangelndes Selbstwertgefühl hinter der Maske des Brutalos. Das medizinische Protokoll von Vault-Tec schreibt vor, dass Angsthemmer bei Vault-Depressionssyndrom zu verschreiben sind. Aber soll ich dem armen Jungen denn für den Rest seines Lebens von Chlorpromazine abhängig machen? Aha, okay. Sehr interessant, dass der Arzt hier seine Zweifel reinschreibt. Und naja, ich kann mir auch vorstellen, dass man in so einem Bunker irgendwann depressiv wird und sich eingeengt fühlt. Vor allen Dingen, wenn man nie das Tageslicht zu Gesicht bekommt. Ich glaube, das hat schon einen ziemlichen Einfluss auf die Psyche. Stanley. Stanley leidet weiterhin am schweren und chronischen Kopfschmerzen. Ich füttere ihm Aspirintabletten wie Bonbons, möchte ihm aber nicht gerne stärkere Mittel geben. Er schiebt das auf die Beleuchtung seines Quartiers. Überanstrengung der Augen macht das Problem zwar schlimmer, aber ursächlich für die Kopfschmerzen sind Überarbeitung und Schlafmangel. Wie ich ihn kenne und angesichts des Zeitplans, den der Aufseher für ihn vorgesehen hat, wird sich das in nächster Zeit kaum ändern. Also gibt es weiterhin auf unbestimmte Zeit Aspirin. Na, es kann ja auch nicht so toll sein, ständig Aspirin zu fressen. Amata, das ist die Kleine, die die Geburtstagsfeier für uns organisiert hat. Abermals hat der Aufseher darauf bestanden, bei Amatas Untersuchung mit im Raum zu sein, womit jeder Anschein des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient zur Farce wird. Ich weiß, dass er mir nicht traut. Er hat mir noch nie vertraut. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass er deswegen dabei sein möchte, weil er Amata nicht traut. Das ist nicht nur lächerlich, sondern wirklich traurig. Amata ist ein tolles Mädchen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas Dummes tun könnte, Schwangerschaft, Syphilis oder was auch immer, ist so unwahrscheinlich, dass man darauf gar nicht eingehen sollte. Ach du Scheiße. Ja, scheint ja nicht gerade ein tolles Verhältnis zu sein zwischen den beiden, zwischen Vater und Tochter. Experimente. Experiment 27CE. Die Zellvermehrung läuft weiterhin normal. Keine Mutation. Gott sei Dank. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was der Aufseher anstellen würde, wenn was immer dort draußen herrscht, in den Vault gelangen könnte. Experiment PP216. Ich habe noch ein paar Wasserchips geborgt und den Strom hier in der Klinik umgeleitet. Endlich konnte ich Einfluss auf die letzte Probe nehmen. Das ist wenig, aber angesichts der Mittel, die mir zur Verfügung stehen, ist es eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Doch dieses neue Experiment ist noch aus einem weiteren Grund von monumentaler Bedeutung. Jonas hat
oder Jonas hat mir zum ersten Mal geholfen. Er ahnt schon seit Ewigkeiten etwas, daher war das wohl unvermeidlich. Seine Hilfe war von unschätzbarem Wert. Ich hoffe nur, dass er weiß, was er sich damit eingebrockt hat. Er wird anscheinend an irgendetwas geforscht. Irgendwelchen Strahlungsgeschichten und Mutationen. Ein gerahmtes Zitat. I am Alpha und Omega. Achso, das ist das, was er vorhin schon vorgelesen hat. Okay, da ist anscheinend irgendwas hinter, beziehungsweise könnten wir das öffnen, wenn wir was zum Öffnen hätten. Aber ich denke mal, das können wir vielleicht später noch tun. Hier sind Röntgenaufnahmen. Ja, ich werde mich in diesem Spiel ziemlich genau umsehen. Nur das schon mal vorweg. Da ist so eine Art Magnetbänder, Tonbänder, ich weiß nicht. Hier steht übrigens dieses hey, Maskottchen. Schatz. Wackelpuppe. Medizin. Hat keinen Wert. Kaffeetasse. Gut, mit ihm können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal sprechen. Da haben wir jetzt eigentlich auch alles abgeklärt schon. Mit unserem Papa. Dann gehen wir doch mal raus. In den nächsten Raum. Hier haben wir noch weitere Gerätschaften. Zettel. Abgewetzter Sessel. Leere. Ah, ein Werkzeugkasten. Sensormodul und Wunderkleber. Oh, jetzt habe ich es wieder geschlossen. Genau, mit A können wir alles nehmen. Ich habe übrigens auch einen Mod installiert, der die Schriftgröße ein bisschen kleiner macht, ein bisschen mehr für PCs anpasst und auch das Inventar ein bisschen schöner strukturiert, sodass wir da auch mit der Maus vernünftig drin arbeiten können. Ach, guck mal, hier so eine Optikertafel oder so eine Sehtesttafel. Was ist das? Okay, nichts. Wer sitzt hier? Das ist Stanley. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, Jonas kann sich das bald mal ansehen. Okay, das ist der Kranke, genau. So ein Seitenscheitel. Okay. Was ist das? Was steht da drauf? Okay. Nitrous heißt, glaube ich, gasförmig, ne? Ich weiß es gar nicht. Ja. Gasförmiger Sauerstoff. Knochensäge. Steampack. Wir nehmen mal alles mit, denn das können wir später sehr gut gebrauchen. Ja, die Knochensäge, ich weiß gar nicht, können wir die ausrüsten als Waffe? Nee, es ist irgendein Müll. Skalpell. Theoretisch könnten wir hier alles einsammeln. Viel wiegt das ja nicht. Medizinisches Clipboard. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Irgendein Gerät. Und blinkende Konsolen. Interessant, interessant. Gut, dann haben wir uns hier jetzt, glaube ich, auch genug umgeschaut.